Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, Folge Nummer 2. Ja, ich habe mich entschieden, wir machen mal den Tank oder beziehungsweise die Kampfwaffe als Thema. Ja, nochmal angemerkt, diese Tutorial-Videos sind für Nicht-Pay-to-Win-Spieler oder für Spieler gedacht, die ab und zu mal etwas Geld investieren. Deswegen fange ich da mal an einem ganz wichtigen Punkt an, für die Leute, die ab und zu mal etwas Geld investieren. Ja, goldene Waffenversorgung, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Auch jetzt dieses neue Paket für 50 Euro, wirklich zu empfehlen. Das, was ihr da bekommt, dafür bezahlt ihr im Normalfall, ich hatte es mal grob durchgeguckt, 300 bis 400 Euro in einem normalen Kaufpaket. Okay, na klar, es sind keine Ressourcen dabei. Aber ja, so grob 300, 400 Euro ist es im Normalfall. Und dasselbe ist mit dem Super-Wertefonds. Ist genauso das, was ihr in dem Super-Wertefonds hier erhaltet, wo ihr rein faktisch 70 Euro investiert. Dafür legt ihr im Normalfall bei einem normalen Paket 300, 400, 500 Euro für auf den Tisch, falls das überhaupt reicht. Wenn man jetzt die Suitkisten noch ausrechnen würde, ja, reicht das wahrscheinlich gar nicht. Also vom Verhältnis her, wie gesagt, für die, die ab und zu mal was investieren, Super-Wertefonds und die neue limitierte Waffenversorgung sind hier wirklich sehr zu empfehlen. Ja, aber back to topic. Ja, Kampfwaffe. Also ganz wichtig natürlich ist, ihr müsst das Gebäude selber schon mal auf Level 15 gelevelt haben. Ist ganz, ganz relevant, denn wenn ihr das nicht macht, könnt ihr natürlich nichts forschen und könnt natürlich auch nichts upgraden. Ja, zu diesen ganzen Kampfwaffen muss man wahrscheinlich nicht viel erklären. Die S1 und S2, was es gibt, sprich die S1 die alten Kampfwaffen, die S2 die neuen Kampfwaffen. Natürlich immer explizit für einen Truppentyp gedacht, während bis auf jene hier, die das Weltraumfahrzeug, das ja explizit für Krieger ist, macht eben nur Sinn, diese zu haben, wenn man eine Warrior-Base ist. Ansonsten schenkt euch das, diese Waffe zu holen. Wer eine Car-Base zum Beispiel ist, holt sich natürlich hier den Stahlhimmel und ich glaube, war das der hier, Urteil Gottes, genau. Das sind die Kampfwaffen für die Car-Bases und für die Zombie natürlich die Arche-Dämmerung und der Zeppelin. Ja, ansonsten natürlich, ich bin Shooter-Base. Shooter-Base heißt natürlich in dem Fall dann magnetischer Sturm beziehungsweise großer Trampler. Und ja, Horizon Alpha, für mich eine gute Kampfwaffe auf der Mauer, die ich jetzt persönlich zum Beispiel vom Leveln her nicht wirklich aktiv verfolge, da ich aktuell am Tank dran bin, ändert sich jetzt gerade. Das werdet ihr auch noch gleich sehen, warum. Ja, ich werde jetzt wieder aktiver am Alpha-Forschung betreiben künftig. Sieht bei mir aktuell noch so aus, also noch nicht wirklich viel gemacht, aber trotzdem recht effektiv. Ausrüstungstechnisch natürlich für die Verteidigung drinnen, natürlich im Sinne der Schützen halt. Ja. Aber kommen wir zum Wesentlichsten. In dem Fall, wie gesagt, erklärt am Tank Shooter Base halt. Was ihr euch auf jeden Fall merken müsst, man forscht nicht an zwei, drei Kampfwaffen gleichzeitig. Macht keinen Sinn. Wenn, forscht ihr an einer, bis ihr die fertig habt. Punkt. Ja, Waffentransformation, wie gesagt, ist relativ easy. Die Teile bekommt ihr hier für, also diese mechanischen Kernlevel bekommt ihr ja mittlerweile über einen Reisehändler für Diamanten. Ja, je höher das Level, umso höherwertiger muss natürlich das mechanische Kernlevel sein. Und natürlich, es kostet dann auch mehr, wie ihr seht. Ich upgrade jeden Tag, solange ich natürlich die Teile habe und mache nicht mehr wie bis 15. Also so bin ich vorgegangen. Vom Ergebnis her sieht das bei mir jetzt mittlerweile seit dieser Woche so hier aus, dass ich bis Level 95 jetzt fertig bin und jetzt nur noch die 5 Level bis Level 100 habe. Bei Level 95 zum Beispiel kann ich euch sagen, beim Tank braucht ihr
roundabout 25.000 Rekrutierungskarten vom Tank, wenn man die hier jeweils von 0 bis auf 20 durchziehen will, die Forschung. Ja, warum ist das so wichtig? Ja, der Tank bringt euch natürlich HP für die Schützen beim Auto, natürlich für die Auto-HP, bei den Zombies natürlich Zombie-HP, logischerweise. Wie gesagt, auch hier gilt immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es ist jeder Punkt in der Kampfwaffe wichtig, und zwar aus folgendem Grund. Es hat nämlich was mit diesen Fähigkeiten hier zu tun. Und ja, da kommt zum Beispiel für je 800 Punkte Angriffskraft des Tanks wird der Angriff vom Schützen um 5% erhöht, und das ist nicht wenig. Geht dann hier eben weiter, wären jetzt die, ja, Kriegerverteidigung. Ob man jetzt unbedingt noch Krieger haben muss, ich habe immer so 500-600k, mehr nicht. Weil, wie gesagt, mittlerweile, wenn man zum Beispiel eine Schützenbase hat, hat man eigentlich auch nur Schützen in der Base. Und wenn man eine Warrior-Base ist, hat man auch nur Warriors in der Base. Und wenn man eine Auto-Base ist, hat man nur Autos in der Base. Und wer eine Zombie-Base ist, hat nur Zombies in der Base. Die Warriors machen ja seit dem Erweiterungslevel der Gebäude keinen Sinn mehr, weil dann müsste man ja auch das Warrior-Gebäude leveln. Und wie wir wissen, sind die Venen der Erdkernteile. Ja, also Level 34 und 35 ist spannend. Und man muss ja trotzdem diverse andere Gebäude auch immer erst leveln. Also, deswegen, wie gesagt, ja, machen mittlerweile Warriors keinen Sinn mehr an der Base. Im Gegenteil, die können zum Beispiel die Defense auch immens schwächen. Ja, des Weiteren natürlich wichtig, für je 32.000 Punkte Ausdauer des Tanks wird die HP vom Schützen um 1% erhöht. Und Tank Maximalanzahl der Marschtruppe, je 4.200 Punkte Maximalanzahl der Marschtruppe des Tanks wird der Schaden vom Schützen um 1% erhöht. Denn hier erhöht ihr euren Schaden. Und darum geht es ja jetzt, wie ihr kampffähig werdet. Ihr wollt mehr HP, ihr wollt mehr Schaden, ihr wollt mehr Marschtruppe. So, das bringt uns zu diesen Teilen hier. Wichtig ist natürlich, dass man die Teile hier levelt entsprechenderweise. Also ich habe halt Glück hier mit der ballistischen Rakete. Ich habe die zweimal gezogen schon. Also nur einmal natürlich verbaut. Ich versuche aktuell jetzt die ballistische Rakete auf Level 40 zu bringen. Da, wie gesagt, kurz mal zurückdenken an die Registrierkarte vorher. Je mehr Marschtruppe ich habe, umso höher wird mein Schaden. Deswegen ist das Level 4 so, also Level 40 so wichtig. Denn plus 42.000 Marschtruppe, das heißt pauschal nochmal 10% mehr Schaden. Plus den Schaden, den ich hier durch das Leveln mache. Dasselbe gilt nachher hier. Hier erhöht ihr euren Schaden. Während natürlich dieses Teil hier wiederum mir mehr HP auf den Schützen bringt. So, und weil uns ja Marschtruppe sehr, sehr wichtig ist, weil uns viel Marschtruppe bei der Kampfwaffe viel Schaden bringt, habe ich natürlich auch ein Item drin, nämlich das Millimeterwellenradar, das uns mehr Marschtruppe bringt. Ja, das wird das dritte Teil, was ich dann auf Level 40 level. Und das letzte Teil ist natürlich dann die Ausdauer. Weil, wie gesagt, wir erinnern uns, jetzt muss ich gucken, wo war denn das mit Ausdauer, Verteidigungspunkte, Angriff, hier ist das mit der Ausdauer, weil die Ausdauer bringt uns nachher wiederum, wenn je höher das Level dieses Items hier ist, wieder nochmal mehr HP auf dem Schützen. So. Und das ist ja das, was wir wollen. Wenn wir kampffähig sein wollen, brauchen wir mehr Damage, wir brauchen mehr HP. Deswegen habe ich diese Teile hier in meinem Tank verbaut. Hab natürlich noch ein paar mehr. Also gibt es hier dieses geile, die elektromagnetische Pistole. Truppenschaden gegen hintere Reihen hatte ich mal drinne. Hat jetzt, finde ich persönlich, nicht so viel gebracht. Was ich noch relevant finde, ist das hier vielleicht irgendwann mal die Belagerungs-HP irgendwann einzubetten. Die finde ich ganz interessant. Die, denke ich, bringt noch ein bisschen was.
Ja, die Teile hier benutze ich mittlerweile gar nicht mehr für mehr Belagerungsschaden, weil du müsstest ja jedes Mal austauschen und wechseln. Und das Problem ist aber, wenn ihr hier so ein Teil herausnehmt, auf Abrüsten, verliert ihr immer 10% der Ausrüstungsteile. Und das ist natürlich nicht lustig. Je häufiger ihr hier so ein Teil rausnehmt, umso mehr minimiert ihr euch ja eure hier Nanoplatten, Metallteile, beziehungsweise Impulskondensatoren wollen wir ja nicht. Also muss man sich wirklich gleich am Anfang überlegen, was verbaue ich. Am besten natürlich die Goldteile, wenn man sie hat. Und die dann drinnen lassen und leveln. Ne? Denn je häufiger ihr abrüstet, umso mehr wastet ihr natürlich eure Materialien, die ihr immer braucht für das Leveln. Ja, mehr gibt es im Tank eigentlich nicht zu sagen. Ne, deswegen auch hier in der Forschung, es ist immer jeder Punkt wichtig. Ne, und das kriegt man auch als Nicht-Pay-to-Win-Spieler hin. Also ich sage mal so, wer es als Nicht-Pay-to-Win-Spieler aktiv verfolgt, der sollte auch locker schon bei Level 70, 80, 85 sein mittlerweile. Also ich habe zum Beispiel Tank, ich habe nie die Recruitment-Karten gekauft. Ich habe die immer mal über Belohnungen erhalten, wie zum Beispiel gerade aktuell in der Special Waffenversorgung da. Da waren sie halt wieder mit drinne. Die bringen dich natürlich einen Ticken weiter oder schneller nach vorn, ohne Frage. Aber ich habe nie irgendein Paket gekauft, wo explizit diese Rekrutierungskarten drinne waren. Habe ich zum Beispiel nie getan. Ne? Und bin auch bei Level 95. Ich sag mal, hätte ich gar nichts gekauft, wäre ich trotzdem Level 80, Level 85 mittlerweile. Weil so viel Unterschied macht es nicht. So viele Pakete kannst du gar nicht kaufen, um ja, wäre in meinen Augen Geld verbrennen auf hohem Niveau in dem Moment. Ne? Ja, und der letzte Punkt natürlich ist wichtig, weil die Riesenwaffenattribute für alle Einheiten nochmal um 10% erhöht werden und das hat was mit dieser Forschung hier zu tun. Also das heißt, jedes Attribut, das ich hier erforscht habe, das ich mir freigeschaltet und erlevelt habe, wird nochmal pauschal um 10% nach oben korrigiert, sobald man das Level 100 erforscht hat. Wie ihr seht, Level 100 brauche ich dann 10k von den großen Tramplerkarten noch, was zum Glück nicht so das Problem wird, bis ich das fertig habe. Da vergeht locker noch ein Monat, anderthalb Monat Minimum. Aber da ich, wie gesagt, diese Woche auch sehr fleißig war mit Leveln, ich kriege ja schon mal 2850 Karten wieder. Ja, sehr, sehr lohnenswert. Wie gesagt, hier sind auch schon die nächsten Nanoplatten drin, wo ich das nächste Level mit hier beim Schaden freischalten kann. Das ist hier für das hier. Ja, und so geht das halt Step by Step vorwärts. Und wie gesagt, ich arbeite aktuell im Leveln rein an dem Tank weiter, bis ich den wirklich auf 100% fertig habe. Wie gesagt, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie schnell ich das hier hochkriege. Im Normalfall hier mit diesen 15er Schritten brauchst du immer so knapp 4-5 Tage. Dann bist du hier immer ein Level höher. Natürlich ist das Problem, Level 96 werden dann nicht mehr 14k sein. Das sind dann wahrscheinlich knapp 15k Teile, die ich brauche. Aber wie gesagt, so geht es halt Schritt für Schritt vorwärts. Ja, ich hoffe, das hat wieder ein Stückchen weitergeholfen, liebe Leute. In diesem Sinne, enjoyed das Game. Ja, was gibt es zu sagen? Bitte seid nicht gierig. Also wie gesagt, man muss in dem Event nicht Platz 1 sein. In keinem. Weder im Daily Event noch sonst was. Versucht das auch gar nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich nur mal Sinn, wenn man weiß, man ist jetzt schon Platz 1 oder Platz 2 und den dann zu halten, das ist okay. Aber zum Beispiel im Singlespieler-Wettrüsten hier, also im Spieler-Wettrüsten, ne, ich habe auch bloß Level 1, Level 6 und Level 8 Truppen gebaut für uns. Auch nicht massiv viel. Dadurch sind hier die Punkte zustande gekommen. Jetzt hier zu versuchen, in eine Platzierung reinzukommen für diese Nonsense-Rewards hier macht keinen Sinn. Das ist Verschwendung auf hohem Niveau. Die Rewards sind einfach ja nicht pralle. Deswegen versucht gar nicht Platz 1 sein zu wollen.
Ich habe da ja schon mal ein Video gemacht, wie man das in der Wüste hinkriegt. Also im allgemeinen Daily-Event ist das in der Wüste kein Problem im Normalfall. Ich mache das einfach nur hier für solche Events hier. Ja, Forschung geht bei mir gerade nicht weiter. Also nicht ohne, dass ich Verschwendung betreiben müsste. Und ich will keine Verschwendung betreiben, denn morgen ist ja auch nochmal Forschungsevent zum Freitag in der Wüste. Und ja, ich habe meine Rewards da ja heute, also ich habe jetzt schon einmal zurückgesetzt, wohlgemerkt. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe, aber ich müsste noch in der Liste drin sein irgendwo. Bum, 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 bum. Wer weiß, wo ich bin? Ich weiß es nicht. Vor uns war ich mal drin, hier bin ich doch. Platz 19 mit 300 Punkten. Habe ich nur mit dem einfachsten Trick der Welt gemacht, nämlich das letzte Oasenhospital, was ich noch auf 40 bringen muss, von Level 38 auf Level 39 gelevelt. Ja, morgen mache ich dann auf Level 40 und hole mir somit morgen nochmal fast alle Nerven. Mit Level 40 holst du alle neuen Rewards auf einen Schlag. Und so habe ich bis dato immer meine Punkte zum Beispiel in der Wüste gemacht, auch wenn ich gerade mal nicht forschen kann. Ich habe da gerade so einen Silbermedaillenmangel, mehr oder weniger. Ja, muss da leider erstmal anhäufen, weil ich halt, wie gesagt, hier diesen Punkt endlich machen möchte, dass der endlich auch mal fertig ist. Aber fehlt es mir auch gerade einfach Coins für. Die kriege ich auch jetzt so nicht mehr komplett zusammen. Ja, ist halt so, wie gesagt, das ne, kann jeder selber rechnen. Ja, Leute, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt gespannt auf Folge Nummer 3. Ich denke, bei Folge Nummer 3 werde ich erstmal auf das Thema der allgemeinen Forschung eingehen. Ja, und in diesem Sinne, tschö mit ö.